Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu Folge 117 von Transportführer 2, Staffel 8. Letzte Folge heute. Wir werden heute noch mal ein paar Sachen anschauen. Wir werden heute nicht allzu viel machen, aber wir werden ein bisschen Rückblick halten. Ein bisschen nochmal schauen, was wir so erreicht haben, was wir gemacht haben. Und dann geht's übermorgen in die nächste Staffel, Staffel 9. Ja, liebe Leute, wir befinden uns hier im Canyon. Ich finde diese Canyon-Strecke immer ganz besonders schön. Ich dachte, ich war jetzt hier mal gerade keine Mitfahrt. Wir werden aber heute auch ein paar Mitfahrten machen. Ja, wir machen ja eine Vorbeifahrt. Warum nicht? So, liebe Leute, dann gucken wir mal, was machen wir. Wir gucken jetzt erstmal auf die Stadt Highscore. Wir gucken, welche Städte am größten geworden sind und was man daraus erkennen kann. So, hier haben wir unsere paar Städte. Es sind wirklich gar nicht so viele. Und wenn man die Größe anschaut, oha, dann sieht Big Embolis am größten aus. Aber da haben wir zuletzt aber auch wirklich viel dran gemacht. Schau da mal rein hier. Und am Ende stimmt es wahrscheinlich noch. Wer am lautesten schreit, dem wird am ehesten geholfen. Ja, Werkzeug sieht hervorragend aus. Also die Stadt bekommt alles, was sie haben will. Nicht alles wirklich gut, aber weil es bringt auch bloß 10% hier. Selbst wenn wir 136 Werkzeuge da reinballern, bringt das bloß 10% Stadtwachstum. Für sehr schlechte Emissionen. Tja, naja gut, 3.959 Menschen sind da drin. Ja, das ist Big Empolis, das sieht aus stauartig wie immer. Da bin ich am Ende einfach nicht mehr durchgekommen, das war einfach too much. So, dann kommt als nächstes Las Honigblume. Das ist interessant, weil da haben wir eigentlich schon lange nichts mehr dran gemacht. An dieser Stadt. Aha, hier sind wir sogar auf über 4.300, aha. Interessant. Trotzdem erscheint Las Honigblume bloß um Platz 2 und nicht Platz 1. Also keine Ahnung, hier ist... Das hier stimmt immer nicht mit dem überein, was in der Stadt selber steht an Bewohnern. Ja, Honigblume hat hier vor allem durch diesen wichtigen Güterumschlagplatz hier an Größe gewonnen, glaube ich. Weil da kommt einiges zusammen und dort wird vieles verteilt. Ja, ansonsten hat Honigblume nur 3 Güter bekommen. Aha. Aber auch von denen alles. Hier sogar 20%. Aha. Das ist interessant. Hier gibt es 20% Wachstum. Obwohl auch hier nicht gerade allzu viel davon versorgt wird. Na gut. Okay, interessant. Stau nicht. Ja, okay, hier oben gucken wir nicht hin. Oh. Okay, da gucken wir nicht hin. Das waren wir heute nicht. Ja, Stau sieht gut aus. Und jetzt schauen wir uns auch den Drittplatzierten an. Und das ist Johnsonville. Okay. Stau sieht gerade tatsächlich recht gut aus, wenn ich das so richtig sehe. Ja, John, ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, oder? Ja, okay, hier ist ein bisschen was. Oh! Oh! Oh, diese Trottel! Und was sind hier zwei Linien an einem... Nee. Das! Okay, das wollen wir... Ah, das ist sowas, kann man ja nicht stehen... Oh, sowas kann man nicht stehen lassen, das geht ja gar nicht. So, jetzt ist es schon besser. Kein Wunder, dass hier Stau ist. Also unglaublich. Busstau. Sonst nichts, nur Busstau. Gut, okay. Wunderbar. Johnsonville hat auch ganz gut profitiert, hat auch von allem was bekommen. Hier sogar 40% Wachstum durch Ziegel. Das ist schön. Sehr große Stadt geworden. Kann man wirklich sehen lassen, würde ich sagen. Ja, das waren unsere Top 3 Städte. Wir machen jetzt noch eine weitere Mitfahrt. Der hat sich sozusagen der Andy gewünscht, die habe ich jetzt auch gerade umgesetzt. Der hatte sich vor Wochen schon gewünscht, dass ich einen Hovercraft baue. Ein Hovercraft, der dann unter den Brücken durchfährt. Und das habe ich gemacht. Wir haben jetzt eine Hovercraft-Linie. Die führt unter den Brücken durch, wie gewünscht. Hier rüber bis an Las Honigblume. Es sind aktuell nur 2 Hovercrafts drauf, die wollte ich so nach und nach ergänzen. Aber das, wenn heute die letzte Folge ist, brauchen wir das sowieso nicht mehr machen. Aber wir kaufen jetzt ein Hovercraft und da setzen wir uns rein und machen eine Mitfahrt. So, kommen Sie her. So, gut. Da setzen wir uns sofort rein. Ja, liebe Leute, ich habe nachgeschaut. Die erste Folge von Staffel 8 kam am 16. Mai raus letztes Jahr. Und ich war komplett überrascht, weil das ist fast genau ein Dreivierteljahr. Das ist echt Hammer. Also... Das ist mir gar nicht so lange vorgekommen. 17 Folgen. 117 Folgen. Und das sind, ja, das sind tatsächlich 9 Monate geworden. Wir haben uns quasi den Großteil des letzten Jahres mit dieser Staffel rumgeschlagen. Und ja,
Da wird es wirklich langsamer Zeit für was Neues. So, der fährt jetzt direkt runter nach Andyville. Der fährt gar nicht erst hier zum Hafen. Na gut. So, dann begeistere mich. Nimm mich mit. Begeistere uns. Da fährt ein, ich glaube, das ist ein Erzschiff. Der holt Erz ab. Fährt jetzt leer zurück. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass ihr so lange zugeschaut habt und mit dabei wart. Also, Moment mal, da waren doch Fische! Da waren Fische, oder? Aha! Ich dachte, ich hätte gelesen, dass tropische Fische erst mit dem nächsten Update kommen, aber gut. Vielleicht waren es ja keine tropischen Fische, vielleicht waren es Lachse. Wer weiß. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und Zuschauen. Nicht alle Bürgermeister, die am Anfang mit dabei waren und sich die Stadt geholt haben, sind bis zum Ende geblieben. Aber einige doch schon. Und die Städte von den Bürgermeistern, von denen ich weiß, dass sie noch dabei sind, die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Außer den drei, die wir schon gesehen haben. Also, die vergessen wir natürlich nicht. Und was ich auch noch machen möchte, ist ein Hauptquartier setzen. Wir haben nämlich kein Hauptquartier gesetzt. Wir schauen mal in den Highscore, in die Punkte rein. Und gucken, was es da so zu sehen gibt. So, jetzt überholen wir gleich ein Erzschiff. Wieso bremst du? Fische! Aha. Wieso musste der jetzt runterbremsen auf... Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Also diese Beschleunigung bringt mich um. Habt ihr das gesehen? Der hat auf 14 oder sowas runtergebremst. Der hat da irgendwie ganz komisch die... Weiß ich auch nicht, gelenkt und die Linie gewechselt irgendwie. Und jetzt auf einmal war er wieder auf 80. Von 0 auf 80 fast schon. Ja, das ist eine ordentliche Beschleunigung, mein Freund hier. Oh, Captain, mein Captain. Na gut, der ist vielleicht auch recht frisch dabei, hat seinen Führerschein noch nicht allzu lange. Wie heißt es? Kapitänspatent. Ja. Was ist das denn? Wächst da ein Baum oben auf dem Berg? Sieht ein wenig merkwürdig aus. Na ja, gut, egal. Ja, vielleicht, warum ich jetzt die Staffel dann aufhöre. Also es ist natürlich wahnsinnig viel zu tun. Jedes Mal, wenn ich ins Spiel reinkomme, sehe ich, oh, hier muss was machen, da muss was machen, da muss was machen, da ist noch nicht alles. Und das, man könnte noch wahnsinnig viel machen. Aber es ist halt vor allen Dingen optimieren, optimieren, optimieren. Und ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich daraus wirklich schöne Folgen machen kann. Was ist jetzt schon wieder los? Was machst du denn da? Ja, ich sehe das ein bisschen ambivalent. Ich hatte mal gefragt, ja, soll ich, wie lange soll ich da weitermachen? Und dann habe ich das Feedback bekommen, ja, optimieren ist eigentlich auch cool. Dann macht auch Spaß zuzuschauen. Ich habe das Gefühl nicht so. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich habe immer das Gefühl, ich muss neue Linien präsentieren oder was Neues machen und hier was liefern und sowas. Anstatt einfach nur hier noch Fahrzeuge hinzu ergänzen. Und ja, ich bin nicht so sicher, ob das wirklich so gut ist. Aber... ja, also man könnte wirklich noch viel machen. Ich alleine würde da noch ganz viel machen. Aber es ist einfach... ich krieg das nicht gut als Let's Play, in eine Let's Play-Folge gegossen, sozusagen. Ja, und dazu kommt auch noch, diese Folgen zu machen, das dauert recht lang. Ich muss mir immer am Anfang immer überlegen, was machen wir heute? Was ist sinnvoll zu zeigen und was nicht? Und dann mache ich immer, ihr wisst es wahrscheinlich... mache ich immer ganz viel nebenbei, was ich hinterher dann wegschneide. Das heißt, es dauert recht lang, diese Folgen zu machen. Und es kommt ja nun mein Umzug nächste Woche. Und da würde ich gerne ein paar Folgen vorproduzieren wieder. Und das ist ganz schwierig, weil jede einzelne Folge sowieso schon so ein bisschen schwierig zu machen ist. Und dann gleich 3, 4, 5 Folgen im Voraus sozusagen produzieren, das ist dann ja ein bisschen schwierig. Und ich denke nicht, dass ich die wirklich besonders gut machen könnte. Und deswegen fangen wir jetzt kurz vor diesem Umzug eine neue Karte an. Da kann man dann viel machen und gut vorproduzieren, denke ich. Und es gibt dann auch wirklich viel zu sehen, denke ich. So, das war jetzt auch eine recht lange Mitfahrt. Was fährt der überhaupt hier für komische Kurven hier? Nimm doch den direkten Weg, Mann! Jetzt bremst du wieder auf nichts, auf null runter. Ja, geht's dir denn zu gut? Ich hätte mir vielleicht die Linie im Voraus mal angucken sollen. Was treiben Sie denn da? Oh, Mist. Bin ich rausgestiegen. Das wollte ich gar nicht. Aha. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen lost auf See hier. Also ernsthaft?
Aha, gras doch einfach durch. Aber nein, er fährt ja irgendwie, weiß ich auch nicht. Ist auf Kollisionskurs. Also echt, was für ein Trottel. Ja. Gut, wir steigen nochmal ein. Wir wollen die Fahrt noch zu Ende machen. Ich denke, wir machen auch einen Mitflug gleich noch. Und fahren vielleicht auch nochmal den Great Plains Express, oder wie hieß das Ding? Einer der alten Strecken. Fahren wir vielleicht auch nochmal mit. So als Abschied einfach. Ich erinnere mich, da kommen natürlich Erinnerungen an meine erste USA-Karte auf. Das ist 2,5 Jahre oder sowas her. Das war im Jahr 2020, Anfang 2020, irgendwann habe ich das gemacht. Und die Staffel ging irgendwie 70 Folgen oder sowas. Und da habe ich am Ende auch viele Mitfahrten gemacht. Aber ich habe dann wenig gesprochen, ich habe mehr Mitfahrten gemacht und sozusagen nochmal die Staffel Revue passieren lassen. Hier konzentrieren wir uns heute mehr auf die Städte und auf das, was wir so erreicht haben. Kann man ja auch machen. So, langsam kommen wir ans Ziel. Irgendwie erwarte ich hier eine Freiheitsstatue. Weiß auch nicht. Wir kommen jetzt hier an und eigentlich müsste hier irgendwo eine Freiheitsstatue stehen. Wäre das nicht cool? Vielleicht machen wir das gleich noch, wenn wir noch Zeit haben. Hier ist unser neues Industriegebiet, was wir in letzter Zeit aufgebaut haben. Mit Stahlwerk und zwei Sägewerken. Und hinten dieser Parkplatz, das sieht auch einfach klasse aus. Ich habe mich so oft geärgert über diese Mod. Wenn man Straßengebäude bauen will, dann springen die einem immer ins Gesicht hier, diese Transportzentren da. Und ich musste immer nach rechts scrollen, das hat mich so geärgert. Aber dieses eine Ding, was wir gebaut haben, das sieht auch wirklich klasse aus hier. Oh, da war gerade ein Flugzeug im Landeanflug. Oh, meine Güte, was ist da oben los? Die Vögel kreisen da oben. 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge fliegen da oben direkt herum. Wahnsinn. Oh, das wird jetzt cool hier. Ja, die Idee war nicht schlecht vom Andy. Das heißt, er da mit 60 km/h durch, oder was? Kommt mir gar nicht so schnell vor. Oh, mit einem Zug oben drüber. Wow. Ja, das ist sehr, sehr cool hier. Das ist richtig cool. Was war das denn? Meine Güte, ich dachte, meine Klingel hier zu Hause klingelt. Ah, so, es ist wieder Zeit anzuhalten. Ich habe geguckt, es geht. Also die kommen unter den Brücken durch. Die Passagiere werden schon ganz ungeduldig, die Null Passagiere hier. Und war der jetzt, der dreht wieder um, fährt zurück. Ja, sorry, ich habe den Hafen nicht gefunden. Ich ärgere mich zu Tode. Wo fährt er jetzt hin? Da ist Land. Hovercrafts können, glaube ich, auch über Wasser, über Land fahren. Wenn ich mich recht entsinne. Luftkissenboote, ja, die schweben. Ich glaube, der wollte gerade einen Abstecher in die Mall machen oder sowas, wer weiß. So, wo ist der Hafen? Da vorne ist er. Ja, diese Mitfahrt war jetzt eher überraschend. In meiner alten USA-Karte haben wir Hovercrafts durch so einen Canyon gemacht. Meine Hoffnung war, dass der so richtig dadurch brettert, aber das hat nicht funktioniert. Also der hat vor jeder kleinen Kurve runtergebremst, das war eher frustrierend. Ich dachte, dass es jetzt hier auf dem Fluss besser geht, aber naja. So, guten Tag. Seid ihr sicher, dass ihr mitfahren wollt? Wahrscheinlich sind sie das. Gut. Sehr schön. Also diese Hovercraft-Linie ist auch gar nicht so schlecht, denn wir haben ja keine Zugverbindung für Passagiere hier rüber. Zwischen Lars Honigblume und Andyville. Die können nur mit dem Flugzeug fliegen und anscheinend besteht der Bedarf. Zumindest ein bisschen. Gut. Liebe Leute, dann setzen wir jetzt unser Hauptquartier. Und wir gucken mal allgemein, was unter Hauptquartier zu finden ist. 103 Punkte, 104 Punkte. Das steigt an. Und hier steht sogar genau, wofür wir das bekommen. Aha. 10 Punkte für Firmenwert. Aha. 31 Punkte für den Transport von mindestens, wie viel sind das? 100.000? Nee. Doch, 100.000 Gütereinheiten. Wie nur? Und 9 Punkte für den Transport von mindestens 100.000 Münzen. Echt? 100.000 Passagiere? Wir haben 100.000 Passagiere durch die Gegend gekarrt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Stellt euch das mal vor. In so einen Zug gehen da, weiß ich nicht, 100, 150 Leute oder sowas. Im Durchschnitt wahrscheinlich
Was? Punkte wieder weg? Unfassbar. Und mit 100, 150 Leuten 100.000 erreichen. Wow. Okay, nicht schlecht. Okay, und sonst aber noch 16 Punkte für mehr als 100 Straßenfahrzeuge. Ja, mehr als 100. Wir haben ungefähr 1500 Straßenfahrzeuge oder so. Dann würde ich sagen, platzieren wir das Quartier mal irgendwo hin. Denke mal, das hier bei Las Honigblume hin. Da haben wir einen schönen Blick über den Canyon. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es so klein ist. Also ich habe da auch schon größere Hauptquartiere gesehen. So, richtige Hochhäuser habe ich da schon gesehen. Aber gut, dem ist nicht so. So, was sehen wir jetzt hier noch? Schulden! Wir haben Schulden! Oh. Na, oh. Wir haben die ganze Zeit, die ganzen letzten 200 Jahre oder sowas, 30 Millionen Schulden. Upsi, mit uns rumgeschleppt. Ja, wird vielleicht Zeit, die mal zurückzuzahlen. Das ist ja peinlich. Jahr für Jahr 300.000 Zinsen gezahlt. So, wir sind schuldenfrei, endlich. Unglaublich. Und wir machen Verluste hier. 103 Millionen. Gut, okay. Sehr schön. Okay, gut, da gucken wir uns jetzt auch ein paar Städte an, die wir noch nicht gesehen haben. Da gucken wir zuerst mal, wenn wir gerade schon hier in der Gegend sind, gucken wir mal kurz auf New Dirko. Der Dirk war auch immer wieder da. Ein bisschen Stau ist doch. Liegt an dieser Kreuzung. Ah. Ach so, ja. Das liegt an diesem Trottel. Ja, okay, ich kann ja nicht aufhören, einfach so. So, wir machen jetzt hier eine Busspur hin. Und die Ampel weg. So. Okay, ja, Stau sieht sonst ganz gut aus. Wir haben ja auch wirklich eine schöne Versorgung. Trotzdem gammelt die Stadt nur auf 3200 rum. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber diese Stadt ist schon wirklich besonders, weil die hier oben sich so komplett zugebaut hat. Und das ist richtig cool geworden. Das hat die Stadt quasi von alleine gemacht. Ich habe nur die Straße hier genommen und hier angepasst. An die Kanten sozusagen, an die Klippen hier. Sonst hätte die Stadt wieder hier zickzack gebaut und das wäre blöd gewesen. Aber sonst hat die das wirklich alleine gemacht. Und das ist echt richtig cool. Gefällt mir sehr gut. So, dann schauen wir rüber nach San Pete Houston. Der Pete war auch die ganze Zeit da. Ach du meine Güte. Das ist unsere Ziegelstadt. Hier fahren zwei Ziegelzüge. Ah, da kommt gerade einer an, oder? Ah ne, da ist gerade einer da. Ja, ja, laden sie mal richtig ordentlich auf. Ja, genau, das ist San Pete Houston. Die ist nie so richtig groß geworden. Lag halt auch wirklich komplett am Rand irgendwie. Aber sie wird mit allem so ein bisschen versorgt. Und hier immerhin haben wir plus 30%. Ja. Stau mussten wir hier uns nie drum kümmern. Das ist so, die Stadt ist so abgelegen, da gibt es einfach keinen Stau. Auch der SGD-Löwe hat erwähnt, dass er ein stiller Zuschauer ist. Immer wieder. Und hier ist seine Stadt, Little Pyrna de Lyon. Das war eine der Städte, die haben wir uns am Anfang viel angeguckt. Also quasi vor einem Dreivierteljahr. Meine Güte. Derzeit kannst du ein Baby austragen. Ja, da haben wir viel drauf geschaut, weil das eine der ersten Städte war, die wir überhaupt verbunden haben. Hier von New Bomi aus über New Noom und Little Pyrna de Lyon. Da haben wir viel gemacht, aber das ist in den letzten Monaten ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und so sieht die Stadt aus. Kein Stau. Auch eine wirklich schlechte Versorgung. Da hat sich wirklich nicht viel getan seit am Anfang. Wir haben da von Anfang an Treibstoff reingebracht, aber danach nicht mehr so viel gemacht. Das ist mir wirklich peinlich. Na gut, deswegen ist die Stadt auch nur auf 2100. Ja, ansonsten ist das eben eine Ölstadt. Rohöl haben wir hier abgeholt und hier zum Bahnhof gebracht. Von dort wurde es abgeholt und hier, damals auch mit Kutschen, hier in die Raffinerie gebracht. Und von dort hier zu Zug. Und das war so die ersten Linien, die wir gemacht haben, die auch wirklich Geld eingebracht haben. Dieser Öltransport. Ja, und jetzt kommen wir zu Andyville. Der Andreas hat ganz oft kommentiert und viele Sachen gesagt. Ich habe mich auch an manche Sachen gehalten. Ja, das hier ist so diese Situation, wo ich eigentlich an Manhattan gedacht hatte. Ich wollte eigentlich, dass ich die Städte, also dass sie richtig groß werden. Ich wollte eine richtige Metropole machen. Am liebsten wäre es ja gewesen, wenn Andyville hier so richtig hier bis da hinten hin gewachsen wäre. Ich habe da auch immer wieder dran gesessen. Was ist denn hier? Oh. Oh, ah. Flugzeug. Ich dachte, will er jetzt hier auf der Hauptstraße landen? Okay. Ja, das, ich habe da ein paar Folgen mit verbracht, zu gucken, hier wirklich was reinzuwerfen, Güter reinzuwerfen und das groß zu machen. Es ist mir nie so richtig gelungen. Die Stadt ist nur 2300 Bewohner groß. Irgendwas hat er zurückgehalten. Ich weiß auch nicht. Lag vielleicht daran, weiß ich nicht, dass sie da keinen Passagierzug hochgemacht haben oder sowas.
Ja, 7000 erreichbare Häuser oder Gebäude haben wir. Reiseziele heißt es, genau. 7000. Das hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr sein können. Wir sind hier mit dem Flughafen eigentlich ganz gut angebunden in verschiedene Ecken der Karte. Aber irgendwie, weiß ich nicht, da hätten wir wahrscheinlich noch mehr machen können, denke ich. Ja! Versorgung ist auch eher so lala. Maschinenteile kriegt er sofort, weil die hier hergestellt werden. Waren laufen eher so, naja, weiß ich nicht, die kommen auch per Flugzeug an, meine ich. Und Werkzeug werden hier hergestellt. Was ist das hier? Ja, das Ding ballert. Abnehmer ist vor allem Johnsonville. Andyville kommt ganz da unten, aha. Ja, wie man das beeinflussen kann, dass ein Abnehmer, ein bestimmter Abnehmer weiter nach oben rutscht, das ist mir auch jetzt noch unklar. Ja, nichtsdestotrotz, schöne Stadt und auch wegen der Eingaben vom Bürgermeister, der sich hier Brücken gewünscht hat und so, ist wirklich schön geworden. Okay, da gucken wir jetzt mal hier unten in die Ecke mit den Bürgermeistern, die die meisten Probleme gemacht haben, beziehungsweise die Städte, die am meisten Probleme gemacht haben, die aber, glaube ich, am Schluss auch nicht mehr da waren hier. Ficinetti, Francisco. Das ist die Problemecke, das wussten wir aber von Anfang an. Das wussten wir von Anfang an hier. Wir haben hier am Anfang eine Straße gebaut, hierhin, und die hat dann als T-Kreuzen hier geendet und da ging diese Straße hier durch. Und da wusste ich schon von Anfang an, das gibt Probleme. Der Marcel, Bürgermeister Marcel, hatte am Anfang gesagt, macht doch einen großen Kreisel hier um die Kunststofffabrik drumherum. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das damals nicht umgesetzt hatte. Ich hatte hier ja früh angefangen, dann hier auch so erste Konstruktionen zu bauen irgendwie. Und wollte die dann auch nicht mehr abreißen. Aber vielleicht wäre so ein großer Kreisel gar nicht so schlecht gewesen. Also wenn ich bedenke, wie oft wir hier Stau hatten. Wobei der Stau nicht an meinen Konstruktionen lag. Also ist schon wirklich... schon krass, oder was hier alles, was wir hier gebaut haben, alles. Der Stau lag nicht an den Konstruktionen, der Stau lag meistens an irgendeiner anderen Stadt. Meistens standen sie hier, also sie stehen meistens hier auf der Autobahn irgendwo und stehen hier rein und kommen nicht weiter. Oder sie stehen in diese Richtung und kommen hier nicht in die Stadt rein. Irgendwie sowas. Ja, Francisco und Ficinetti waren am Ende ein bisschen verwaist, bürgermeistertechnisch. Aber gut. Und dann haben wir Big Empolis, auch eine stetige Problemstadt. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen auch mal in ein Flugzeug ein. Wir machen noch einen Mitflug. Oh, da kommt gerade einer. Sehr schön. Die Marilyn Monroe. Cool. Wir machen einen Mitflug und danach machen wir noch eine Mitfahrt mit einem Zug. Und dann ist es Zeit, Abschied zu nehmen von Staffel 8, liebe Leute. So, alle anschnallen. Ich hoffe, ihr habt alle die Sicherheitsbestimmungen beachtet und die Notausgänge registriert. Brauchen wir nicht... Wir wissen, diese Flugzeuge fliegen auch dann einfach, wenn sie in Berge reinfliegen. Die fliegen einfach durch. Wow. Gut, wir sitzen jetzt in der Marilyn Monroe, oder? Und wir fliegen wohin? Nach Andyville. Ein Blick auf Norwalk und unsere Autobahn hier. Sehr schön. Die nächste Karte wird aller Voraussicht nach keine Modkarte. Ich hatte gesagt, oder ich hatte das in den Raum geworfen, eine große, also eine experimentell große Amerika-Karte, die allerdings nicht dieses Klima hier hat, sondern gemäßigt ist. Das wäre eine Idee gewesen. Oder eine Bodenseekarte. Aber ich habe mittlerweile eine Mod gesehen, die hat auf Discord jemand gepostet. Die heißt Fantasia. Das ist ein Map-Generator. Mit der kann man diese amerikanische Topografie hier mit diesen Steilhängen und Canyons kombinieren mit der gemäßigten Zone. Und da kann man richtig schöne Karten mitmachen. Die würde ich gerne ausprobieren. So eine Karte machen wir. Die werde ich selber generieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne auch wieder Städte sichern. Ich habe jetzt keine Sprache bis jetzt. Also ich habe jetzt noch nicht gesagt, die wird deutschsprachig oder Englisch oder Französisch oder sonst irgendwas. Vielleicht war die über Italienisch. Wie wär's, wenn wir eine italienische Karte machen? Vaffanculo! Ja, wir machen das. Ich habe es gerade festgelegt. Also, wer mitmachen möchte an Bürgermeistern, möge mir einen italienisch klingenden Namen mitteilen für seine Stadt. Dieser Name muss euren Benutzernamen enthalten auf YouTube. Muss irgendwie darin verarbeitet sein und muss italienisch klingen. Macht das gerne. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was für eine Stadt das sein soll. Ob sie eher zentral liegen soll, an einem Berg, an einem See oder sonst irgendwas oder am Gewässer. Ich versuche das dann zu berücksichtigen und vergebe die Namen dann entsprechend. Ja, ich würde mich freuen, wie wieder einige Bürgermeister dabei sind. Ihr wisst, das ist nicht so eine aktive Beteiligung wie
im Stream mit meinem Power to the People Projekt, wo ihr wirklich mitbestimmen könnt. Ihr wisst, es ist eher so eine Beteiligung von wegen, ah ja, guck mal nach meiner Stadt, wie sieht's da aus und oh, ich will jetzt dies und ich will jetzt das und so. Das könnt ihr gerne machen. Starte gerade. Ja, startet jetzt durch. Wir haben keine Landeerlaubnis bekommen. Wir drehen eine extra Runde. Sehr gut. Ja, da wird es eine italienische Karte. Sehr schön. Ah, es ist schon schön, dieser Witzpunkt hier. Ich weiß nicht, ob es viele italienische Fahrzeuge gibt, die wir dann da speziell bekommen können. Es gibt ja Austria Fever und, weiß ich nicht, France Fever, Italia Fever habe ich jetzt noch nichts gesehen. Aber wenn ihr da was wisst, könnt ihr mir das auch gerne mitteilen. Ansonsten nutzen wir einfach europäische Fahrzeuge und fertig ist. Es ist ja eine Phantasia-Karte, da ist alles möglich mit drin. So, ein Blick auf Johnsonville. Einfach eine riesige Stadt geworden hier. Ich hoffe, wir bekommen jetzt eine Landeerlaubnis. Sonst wird das für den Zug noch ein bisschen knapp hier in dieser Folge. Ja, ja, ich scherze nur. Wir können natürlich nicht gehen ohne eine Zugmitfahrt. Das geht natürlich nicht. Zur Not für die Folge ein kleines bisschen länger als sonst. Ach, der landet hier. Ach so. Ah, schade, wie enttäuschend. Ich hatte irgendwie angenommen, der fliegt jetzt hier durch die Brücken und landet da hinten bei Sponsolino, aber klar, Individual ist ja was anderes. Na gut, also das sieht auf jeden Fall gut aus. Soll ich klatschen nach der Landung? Ja, ein bisschen. Danke fürs Fliegen. Jemand hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, jemand hatte kommentiert nach dem letzten Mitflug, dass er nicht verstehen kann, warum er da klatscht. Habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt. Ich bin jetzt nicht so oft geflogen, aber schon hin und wieder mal. Und klatschen habe ich auch nie erlebt. Aber irgendwie habe ich auch mal mitbekommen, ja, das macht man. Und Danny, der das kommentiert hat, hat gemeint, ja, warum so ein Klatschen nur wegen der sicheren Landung? Ist das ein Job? Der Busfahrer klatscht bitte auch nicht, wenn er die Haltestelle getroffen hat. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist doch ganz nett. So, liebe Leute, das reicht. Wir sind sicher gelandet. Dankeschön, Herr Kapitän. So, herzlich willkommen an Bord des Snowpiercer. Wir fahren eine letzte Runde über den Great Canyon, Central Plains Railroad, so hieß das Ding, so hieß die Strecke. Das Ding hat bis zum Schluss einfach keinen Gewinn gemacht, der macht Millionen Verluste. Das ist eine unserer großen oder ersten großen langen Passagierlinien hier gewesen, die führt über New Durko hier, Johnsonville nach Big Empolis. So. Aha. Da fahren wir eine Runde mit und wir gucken auch mal kurz da durch. Da gibt es ein paar schöne Ansichten. Das sind ja diese Panorama-Waggons hier. Ja. Oh. Was ist das denn für ein Creep? Du meine Güte. Komplett Kohle verschmiert, steht ihr da hinten und guckt. Oh Mann. So, aber wir machen das jetzt ganz klassisch. Wir fahren vorne mit. Interessanterweise ist es immer noch nicht so, dass hier die FPS komplett in die Hose gehen hier. Normalerweise bin ich es gewöhnt, am Ende von Karten, so ab dem Jahr 2000, dass alles anfängt zu ruckeln, aber es hält sich in Grenzen. Was haben wir denn da? Ein weiterer Snowpiercer. Ich wollte ihn ordentlich anhupen, aber man hört es kaum.
Ich weiß nicht, warum wir diese Strecke nie irgendwie zu gewinnen gebracht haben. Ich habe hier alle möglichen Zuggarnituren ausprobiert. Schnellzüge, nicht so schnelle Züge. Wir haben an den Haltestellen rumprobiert. Wir haben die jeweiligen Endhaltestellen entfernt und die Strecke deutlich verkürzt, also weniger Haltestellen reingemacht. Hat alles nicht funktioniert. Am Ende hat er einfach, oder macht er einfach immer noch keinen Gewinn. Keine Ahnung warum. So, da ist Johnsonville. Ein sehr, sehr langer Bahnhof. Das ist hier. Achso, vielleicht vorweg, die neue Karte wird Challenges haben. Oder was heißt Challenges? Ich bin ja immer nicht so einfallsreich. Wir werden es so machen, dass wir wieder nur ein Zugdepot haben. Das heißt, wir müssen ein Streckennetz machen, das komplett erreichbar ist. Also von jedem Punkt auf der Strecke muss man noch zu jedem Punkt hinkommen, theoretisch. Beziehungsweise vom Depot aus. So, weiter geht's. Diese Brücke sieht aber nicht so stabil aus. Was ist denn das? Ah, fliegende Autos. Spezialkonstruktion. Ich glaube, da wollte ich auf Teufel raus irgendwie eine Brücke drüber bauen und habe da ein bisschen rumprobiert. Und am Ende passiert natürlich sowas. Was ist denn jetzt schon wieder los? Es geht nicht weiter. Oh, da fährt ein längerer Zug. Und das war der Lukasi. Der hat mich darauf gebracht, wobei die Idee auch schon früher mal aufgekommen ist, dass ich einen zentralen Umschlagbahnhof mache für Güter. Aber das wäre dann so gedacht. Ich glaube, wir fahren doch noch ein bisschen weiter, bis der Impul ist. Freut sich der Wasser. Ja, das wäre dann so gedacht, dass wir die Endgüter, also die Fertiggüter, die in die Städte geliefert werden, erstmal zu einem zentralen Bahnhof bringen und von dort werden sie dann verteilt. Also es gibt auch weitere Bahnhöfe und sowas in der Produktionskette, aber die fertigen Güter werden erst zu einem Bahnhof gebracht und dort verteilt. So, wir verlassen jetzt für immer und ewig Johnsonville. Wir haben sogar Solarplatten hier oben auf dem Dach. Da hinten sehen wir eine große Brücke. Ich bin mir gerade gar nicht so bewusst, wo die genau ist. Da hinten, ich glaube, das ist eine Brücke, die führt über den Canyon und da wird, glaube ich, Öl drüber gebracht. Ja, vielleicht als kleinen Tipp für die Namensgebung für eure Städte, wenn ihr eine haben möchtet. Die sollen ja italienisch klingen und euer Name muss enthalten sein irgendwie. Ich helfe da immer, indem ich auf Google Maps gehe und mir das Land anschaue und gucke, wie heißen die Städte dort. Und dann überlege ich mir, wie ich da die Namen reinflechten kann. Das hilft euch vielleicht auch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne ein Feedback hier noch in die Kommentare reinschreiben, was ihr jetzt insgesamt zu der Karte gesagt habt. Egal was, egal welche Aspekte, gerne auch Kritik. Und wir gucken mal einfach, ob ich das nächstes Mal besser machen kann. Die nächste Karte. So, wir fahren jetzt endgültig auf Big Empolis zu. Eine Stadt, die mich viele Nerven gekostet hat. Ich bin da ein bisschen am Überlegen, ob ich die natürliche Stadtwachstum-Mod diesmal wieder reinmache. Normalerweise mache ich die mal rein, weil die Städte dann größer werden. Und ich mag es einfach zu sehen, wie die Städte von ganz klein zu ganz groß werden. Ich mag das. Oh, diese Brücke. Das mag ich wirklich sehr. Ich habe jetzt aber im Moment aber ein bisschen die Nase voll vom Stau.
Aber ich muss mal überlegen, ob wir das noch machen oder nicht. Wahrscheinlich am Ende doch. So, liebe Leute, herzlich willkommen in Big Empolis. Umgeben von Hochhäusern hier, fahren wir da rein. Sehr schön. Oh, es ist eine schöne Einfahrt hier in den Bahnhof. Ganz toll. Willkommen in Big Empolis und auf Wiedersehen, Staffel 8. Ich glaube, das ist ein gutes Ende hier. Ah, schön. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, für eure Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal in der nächsten Staffel, Staffel 9, auch wieder mit dabei seid. Italia ist hier die Devise. Vaffagolo! Liebe Leute, macht's gut und man sieht sich auf der anderen Seite. Tschüss!